Ich versuche immer so gut wie möglich zu trainieren, zu spielen und gebe da immer Vollgas. Und es macht mir einfach Spaß, auf dem Platz zu stehen. Ich freue mich, ich bin gesund, ich bin fit, frei von Verletzungen. Und das ist für mich das Wichtigste. Und ja, wenn du das siehst, hier auch mit diesen Bedingungen und mit all diesen Weltklasse-Spielern, die wir auf dem Platz haben, ja, da musst du Spaß haben und immer versuchen, wieder. Ja, für dich persönlich auch, das Maximale rauszuholen. Hochgefährlich, wird es nur, wenn wir uns ändern. Aber da sehe ich nicht, da sehe ich keine Gefahr, weil ich glaube, der Charakter in unserer Mannschaft ist sehr gut. Und wir wissen, dass wir mehrere Ziele haben. Und ja, wir müssen immer versuchen, wieder Schritte vorwärts zu machen, uns zu verbessern. Und wir müssen auch da kritisch sein, auch wenn mal in Bundesliga, wenn wir mal ein Spiel gewonnen haben, aber trotzdem nicht gut gespielt, dann muss man das auch ansprechen. Und man muss immer versuchen, alles zu perfektionieren. Und wir haben natürlich auch in der Champions League, kommt jetzt mit Donetsk ein sehr gefährlicher Gegner. Und wenn wir das erste Spiel angehen, dann müssen wir bereit sein. Naja, vermissen. Ich glaube, die stehen jetzt nicht, wo die stehen müssen. Und die werden sicher noch hochkommen. Aber ja, ich habe schon gedacht, dass das schon vor der Winterpause schon passiert war. Aber die sind natürlich immer noch weit unten. Und ja, sogar Champions League für nächste Saison, das wird natürlich schon ganz, ganz schwierig. Aber ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin auch nicht da. Ich finde das auch schwierig. Ich mag das auch nicht gerne, so über andere Mannschaften oder andere Spieler zu reden. Aber die haben so viel Qualität. Die werden bestimmt, wenn alle fit sind, auch eine Serie hinlegen in der Rückrunde und dann wieder hochkommen. Im Fußball kann alles passieren. Ja, aber deswegen sage ich auch, wir müssen auch nicht. Wir müssen immer zu uns selbst schauen und jedes Spiel wieder kritisch sein, jedes Spiel wieder Vollgas. Das haben wir schon öfter gesagt. Du kriegst auch nichts geschenkt von keinem Gegner. Jeder, der gegen Bayern spielt, der versucht alles herauszuholen, alles, um das Spiel nicht zu verlieren. Also wir kriegen nichts geschenkt. Wir müssen wissen, dass wir jedes Spiel wieder von erster Minute an Vollgas geben müssen, weil sonst geht's nicht. Und wenn wir das im Kopf haben, dann glaube ich, ja, dann können wir wieder eine Serie hinlegen.